Nichtsdestotrotz machen wir gleich mal mit heruntergestelltem Ton es nochmal. Kennen wir ja alles schon. Ja, kennen wir auch. Und ja, ich bräuchte mal ein bisschen Taktik hier, wie ich hier wohl am besten durchkomme. Halt! Nee, ist doch gemein. So. Dann werde ich mal nicht hier lang fahren. Verdammt, kreuzen sich unsere Wege. War doch klar. Widerlicher du! Schnell, 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 schnell. Oh. So, perfekt gelöst, Leute. Habt ihr das gesehen? Hast du das gesehen? Jetzt machen wir mal so. Unsere Special Attack. Nee! Nee! Nee. So, weiter geht's. Und heruntergedrückt den Schalter. Also Leute, ihr wisst, dass ich keine Ahnung habe, was ich mache. Ja. Ich hoffe, dass es euch allen bewusst ist, dass ich echt gerade null Ahnung habe. Aber den VIP-Token noch. Und perfekt aufgehalten. Hä? Ach so, da unten ist noch einer. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Lup, lup, halt. So, 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 so. Passt schon. Wenn wir nämlich jetzt so, dann... Nein, das... geht natürlich nicht. Wäre auch was Neues, wenn was auf Anhieb funktionieren würde bei diesem Spiel. Nennen wir es mal Spiel. So, jetzt geht es gleich mal ein bisschen weiter. So, ja, ganz eklig. Irgendwie. Nein, nein, nein. Gehen wir ein bisschen weiter. Plus wir Pitok mit Go Away Grabstein gehen wir in diesen Mund rein. Aus Zähnen, aus Holzlatten. Und gehen dann mal ins nächste Level. Wir sind jetzt schon fast mit Welt 3 durch. Manche Weichen lassen sich nicht mit dem Railroader drehen. Betätige den gelben Hebel und beeil dich. Sanduhr. Uhr. Ja, ja, passt schon. Oh, wenn ich mal bedenke. Ich hab's kapiert. Wenn man das also dreht, dreht es. Ich würde mal sagen, wenn ich den Schalter jetzt betätige, dann dreht es sich. Nach einer bestimmten Zeit geht's wieder weg. Aha. So. Und perfekt geschafft. Wir haben es halt ein bisschen drauf. Ein bisschen. Ba 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 ba. Nein, böser, böser Klappermann mit Schnabelfresse, bös. Was? Unnötig. Boah, wie unnötig. Heilen wir uns mal. So, nochmal, nochmal. So, und schnell durch. Boom! Habt ihr das gesehen? Mein Special Move. Also richtig geil, meine Leute. Aber ohne VIP-Token. Egal, weiter geht's. Der Schreckomat X7-3000. Der Porsche unter den Spukmobilen. Nein. Nein. Go away. Oh. Oh, komm, musst du Pudding von Namen sehen. Das will ich nicht. Uäh. Ja,
unnötig. So, und jetzt, jetzt. Muss ich mal sagen, so lang. Ich will aber... Hä, wo soll hier das VIP-Token sein? Ey, das ist beschiss. Habt ihr hier bitte einen VIP-Token gesehen? Egal, nicht nachmachen. What the fuck, der trinkt sein eigenes Auge. Gell, nicht nachmachen, warum auch? Das mache ich ganz sicher gleich mal drauf nach, mal ein bisschen ausprobieren. Mal gucken, was passiert, gell? Und gleich mal ganz gekonnt in die Schreckdose. Oder... Ach komm. Nein. So. Oh nee. Und weg mit dir, du Böser. Oh so. Oh je. Ja, jetzt fahren wir ein bisschen im Kreis. So. Gott, ist das alles umständlich. Oh Gott, ist das unnötig hier. So, wenn ich dann aber so und perfekt. Oh, bist du verängstigt, mein kleiner Pudding? Oh, tust mir überhaupt nicht leid. Hä, das Spiel hängt gerade. Hallo. An. Ah, das Spiel hat gerade gehangen. Ich konnte die Kamera nicht drehen. Böses Spiel, böse Kamera. Was? Du verarsche. Verarschen oder so? Oh, Pudding, lass mich nicht im Stich. Oh, mein armer Pudding. So. Oh, und... Oh, bin ich nicht ein Gangster. Wir gehen hier weiter. Bitte gib mir Baldrian. Tu mir den Gefallen. Und wie zum Teufel soll ich da jetzt lang? Von hinten. Jetzt hier ein bisschen schön zurückfahren. Oh. Alter, die stören die hässlichen Kinder. What the fuck? Du warst vor allem weiter. Ey. Ich kann... Oh Gott, ist das ein Scheiß. Weiter geht's. Jetzt müssen wir uns aber echt schon wieder mal eine Taktik überlegen. Mann, das Spiel wird mir zu schwer. Was? Ja, warum nicht? Gell, einfach mal ein bisschen durchbacken. Mit nur noch so ein weißer Grafikfehler und das Spiel wäre echt perfekt. So, weiter geht's. Wohin geht's? Weiter geht's! Und weg mit dir, ich mag eh keiner. So, jetzt muss ich endlich mal durch sein, nach etlichen Schienen. Boah, das gibt's doch nicht, ey! Das gibt's nicht! Oh Gott, bitte. Gott im Himmel, schenk mir die Kraft, dieses scheiß Level durchzuspielen. Bitte. So, jetzt betteln wir uns mal mit diesen Hässlern. Und weg. Und noch die Staubmilbe oder was auch immer das darstellen soll. Unbedingt. Und irgendwie mag ich die mit dem Hammer nicht. Frag mich nicht wieso, ist halt so. Weg! Möb!
Hey, das ist meine Idee in Real Life, falls ich mal in der Schlange zu lang anstehe. Und auch mit so einer Tröte, ne? Das habe ich natürlich perfekt abgeplant, dass ich hier durchkomme. Ihr kennt mich ja, ich plane hier alles, was ich hier mache. Ist das hier ein Endboss? Boah, das ist ja bestimmt der beste Krieger, von denen er ist ausgewählt worden, den Pudding von der Bahn zu bekommen. Aber jetzt kriegt er auf. Was? Ha, den hat sogar erwischt, natürlich. Weil wir ja noch Glück haben. Fast da! Ach nein, doch nicht. Ja, garantiert. Ausgang. Boah, jetzt backt's noch rum. So mag ich's, Spiel backt. Kann ja nur noch besser werden. Hey, das war sogar gut. Das hat sogar was gebracht. Toll. So, und ich habe jetzt sogar einen Plan, wie ich das hier angehen sollte. Wenn ich so. Nicht? Oh, hier ist sogar ein Reißverschluss. Oh, diese Details, die die Entwickler hier reingebracht haben. Unglaublich. Hier extrem. Ich frage mich, wie so eine Grafik-Engine möglich ist. Vor allem, weil das Spiel überhaupt nicht rumbackt. Gar keine Grafikfehler hat. Die Grafikfehler hat es echt keine. So. Und Hürde 1 wäre überwunden. Ist du?